Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und es gibt Neuigkeiten zu Star Wars Jedi Survivor, der Fortsetzung zu Jedi Fallen Order. Und das wurde ja erst vor kurzem mit einem richtig geilen Trailer angekündigt. Und jetzt kam auch noch ein Interview mit dem Director Stig Asmussen. Das ist auch schon der, der für Star Wars Jedi Fallen Order verantwortlich ist. Und der ist jetzt auch für das Sequel verantwortlich. Und der hat einige neue News gedroppt, die ganz interessant sind. Die erste Sache, die allerdings auch noch von EA bestätigt wurde, ist tatsächlich, das Spiel kommt nur für die Next-Gen-Konsolen und den PC raus. Das heißt, nur für Xbox Series X und S und auch die PlayStation 5. Für die alten Konsolen, also PS4 und Xbox One, kommt das Ganze nicht mehr. Und das finde ich irgendwo ein bisschen schade. Es wird jetzt natürlich hier im Interview auch so ein bisschen darum gehen, was das für Vorteile hat. Und das hat auch Vorteile, da müssen wir uns gar nicht großartig drüber unterhalten. Das Blöde ist halt bloß, es gibt sehr viele Leute, die eine Next-Gen-Konsole haben wollen, aber die gibt es halt leider einfach nicht auf dem Markt. Oder man muss sie dann irgendwie total überteuert kaufen. Und ja, das ist das große Problem. Ich hoffe natürlich, die kriegen das dann noch irgendwie hin. Also Sony und Microsoft, das ist dann bis nächstes Jahr, weil dann soll das Spiel herauskommen, wirklich auch mal mehr Kontingent an Konsolen bieten können, dass man auf jeden Fall auch eine bekommt, weil sonst ist das echt für die Leute sehr, sehr, sehr bitter. Und damit kommen wir dann zu der Frage, was sind denn die großen Vorteile dafür, dass es dann auf der Next-Gen-Konsole kommt? Und ja, da sind die Antworten eigentlich so die typischen, die man immer so hört bei den Next-Gen-Sachen. Einerseits wird hier richtig geschwärmt über das Raytracing und das Lighting. Also wirklich, das Licht soll in dem Spiel richtig, richtig geil aussehen. Und gerade, man kennt das ja aus dem ersten Teil, wo man dann mit Cal durch dunkle Bereiche geht und dann das Lichtschwert quasi so als Lichtquelle benutzt. Das stelle ich mir persönlich dann ganz cool vor, wenn das Licht sich dann auch noch in der Form verbessert, dass dann Raytracing drin ist, sich das irgendwo in den Rüstungen oder Pfützen oder in irgendwas widerspiegelt oder die Blasterschüsse spiegeln sich dann irgendwo wieder, ne? Das macht natürlich schon ein bisschen Atmosphäre und wird dann natürlich sehr, sehr cool aussehen. Der andere große Knackpunkt, der hier genannt wird, sind die Ladezeiten. Und die haben nochmal so eine Art Rattenschwanz an sich dran. Erstens, es wird gesagt, die Ladezeiten sind natürlich dementsprechend besser, dass wir die als Spieler nicht mehr so wirklich spüren. Das haben sie im ersten Teil noch so ein bisschen umgangen. Es gab da häufiger mal Sequenzen, wo sich Cal durch ja, so kleine Öffnungen gezwängt hat, wo er dann so schräg durchgelaufen ist. Das sind sogenannte Loading Gates. Das heißt, das Spiel entlädt da momentan dann Bereiche, die hinter einem sind und lädt dann quasi Bereiche, die vor einem sind. Und damit wird das halt so ein bisschen kaschiert und es fällt dem Spieler nicht direkt auf, dass er sich quasi gerade in eigentlich einer Ladesequenz befindet. Aber das brauchen sie auf jeden Fall jetzt in der Form nicht mehr so machen. Jetzt denkt man sich erstmal so, ja gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Stimmt, aber was ebenfalls dabei ist, und das betont er ja auch, ist natürlich die Tatsache, dass sie so deutlich besser testen können. Ihr müsst euch das so vorstellen, die erstellen Bereiche, die erstellen bestimmte Sachen, wollen das testen, muss natürlich erstmal laden. Und jedes Mal, wenn sie irgendwas testen wollen und das lädt dann erstmal 20, 30 Sekunden länger als mit den neuen Konsolen, ist es natürlich eine Zeit, die irgendwo verschwendet ist quasi. Und da hat er natürlich gesagt, diese Iterationsschritte, ne, also diese Wiederholungen von wegen, ich teste was, okay, klappt so, wie ich es möchte, oder ich teste was, okay, klappt noch nicht, da und da hapert's, mache ich nochmal anders, mache ich nochmal neu, okay, teste ich wieder. Ne, da sind ja sehr viele Iterationsschritte, also man testet das halt immer wieder und immer wieder, bis es dann halt perfekt ist. Und da sparen sie sich unfassbar viel Zeit, die sie dann jetzt natürlich in andere Sachen stecken können. Und das macht natürlich total Sinn, da ist zumindest in der nutzbaren Entwicklungszeit dann natürlich für die ein unfassbar großer Fortschritt. Ansonsten wird noch so ein bisschen was erzählt über das Spiel an sich. Die haben immer noch ihre, ja, Politik quasi, dass es drei große, ja, Säulen gibt, worauf die ihr Gameplay quasi aufbauen möchten. Einmal ist es der Kampf, also das normale Kampfsystem, dann Exploration, also Erkundung, und das dritte ist die Story. Das sind so die drei Standbeine, die sie auf jeden Fall sehr stark betrachten möchten. Haben sie im ersten Teil ja auch schon gemacht und werden sie wohl im neuen auch machen. Dann wurde gefragt, wann haben sie denn angefangen mit, ja, Konzeption oder Ideen oder was auch immer sammeln für den Nachfolger. Und da wurde gesagt, tatsächlich sogar noch vor dem Release von Fallen Order. Da haben sie sich immer noch anscheinend gedacht, was können wir noch zusätzlich reinbauen, was wäre noch cool. Und das haben sie sich dann quasi so im Hinterkopf aufbehoben, natürlich für das Sequel, wenn sie es dann in den ersten Teil nicht mehr reingeschafft haben. Gerade was genannt wird, und das finde ich sehr cool, sind mehr Haltungen, wird extra gesagt, für den Kampf. Und das finde ich persönlich sehr, 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 sehr cool. Ich hoffe ja persönlich auf irgendwie eine Art, ja, richtiges Kampfsystem mit zwei einzelnen Lichtschwertern. Das fände ich persönlich super, super cool. Man kennt ja schon Doppelklinge und normales Einzelklingen-Lichtschwert quasi und zwei einzelne
konnte man so halbwegs irgendwo im ersten Teil machen, im zweiten Teil hoffentlich dann komplett. Oder aber, was bei Haltungen natürlich auch der Fall sein könnte, wären diese typischen Lichtschwertstile, die es gibt. Ne, da gibt es ja dann welche, die sind dann eher so ein bisschen akrobatisch oder eher auf die Defensive ausgelegt oder sonst irgendwas. Da gibt es ja mehrere verschiedene Stück. Fände ich persönlich auch ganz cool, wenn man da irgendwie sich ja quasi verbessern könnte, reinskillen könnte oder halt irgendwo spezialisieren könnte. Hört sich auf jeden Fall sehr cool an und ich hoffe, das bringen sie auf jeden Fall mit ins Spiel. Dann wurde von ihm erwähnt, dass BD1 und Cal natürlich weiterhin irgendwo zusammen ein Team bilden. Auch wenn das Ganze jetzt 5 Jahre nach Jedi Fallen Order spielt, sind die beiden auf jeden Fall immer connected und gehören dazu. Was mich ebenfalls sehr gefreut hat, ist, dass er in einem anderen Part des Interviews wirklich die Crew nochmal erwähnte. Das heißt, die spielt auf jeden Fall auch irgendwo eine Rolle. Ob die jetzt genauso krass verbunden sind wie vorher oder immer noch als Team agieren, weiß man jetzt immer noch nicht. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir dadurch schließen können, dass hier Grease und auch Marin in irgendeiner Form auftauchen werden. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Was man übrigens auch aus dem Interview raushören und rauslesen kann, sind Sachen, die ich persönlich auch immer sehr, sehr schön finde, und zwar, dass der Mensch ein wirklicher Star Wars-Fan ist. Er sagt hier zum Beispiel, dass er Book of Boba Fett gesehen hat und sich dann natürlich extrem darüber gefreut hat, dass da auch ein BD-Druide reingekommen ist, weil er oder sein Team halt quasi dann die, in Klammern, Erfinder von diesen Druiden sind. Und das hat ihn natürlich total gefreut, dass er dann da halt Tränen in den Augen hatte. Ebenfalls erzählt er dann später, dass er Datumir als Planeten super interessant fand für den ersten Teil, dass er den schon aus The Clone Wars kannte, dass man den dort immer wieder so ein bisschen gesehen hat, aber noch nie so richtig toll erkunden und noch nie so großartig sich in großer Form umschauen konnte, wie jetzt bei Jedi Fallen Order, dass er da auch halt irgendwo eine Fauna, eine Flora irgendwo entwickelt haben, abseits von diesen ganzen Nachtschwestern-Kram. Und ich persönlich finde, man liest da so ein bisschen raus, dass der sich auf jeden Fall auch weitergehend mit Star Wars beschäftigt hat, Clone Wars kennt, Book of Boba kennt, sich so ein bisschen mit den ganzen Sachen auskennt. Ne? Man sollte jetzt vermuten, ja, das ist ja auch klar, das sollten die auch machen, aber ich habe häufiger den Eindruck, dass sich in Unterhaltungsmedien leider auch Leute befinden, die sich nicht so sehr mit dem Kram beschäftigen. Von daher, cool. Jetzt kommen wir noch zu Sachen, die so ein bisschen inhaltstechnisch das ganze Spiel beschreiben. Und da wird jetzt extra gesagt, das Spiel heißt nicht umsonst Jedi Survivor. Es soll wohl ein großer Teil auch wohl darum gehen, dass diese Charaktere und die Crew sich irgendwie durchschlagen, dass sie überleben. Also Survival wird hier extra genannt, dass sie überleben müssen. Und dass sie sich deswegen natürlich dann auch mit Leuten abgeben, die jetzt vielleicht nicht so die strahlenden Helden sind. Er nennt diese hier geschmacklos bzw. unappetitlich. Also von daher, soll wohl so ein bisschen in die Richtung gehen, so ja, mit so shady Typen, die so ein bisschen so Dreck am Stecken haben, ne? Vielleicht auch sowas wie Gangsterbosse oder Unterweltleute, ne, irgendwo. Also die können auf jeden Fall nicht sehr offen agieren, das kann man ja vermuten, ne, weil Jedi, und das ist Hochzeit des Imperiums. Deswegen, die geben sich dann schon mit so ein bisschen Abschaum anscheinend ab oder kommen da so in manche Gefahren rein. Es soll auf jeden Fall daher so ein bisschen düsterer sein und ich finde, das hört sich super, super cool an, weil, ne, wie gesagt, das sind dunkle Zeiten für die Jedi, das Imperium so in ihrer Hochzeit und die müssen sich natürlich da irgendwie durchschlagen. Finde ich cool, hört sich geil an. Am Ende wird dann noch natürlich von ihm gesagt, das Wichtigste für sie ist natürlich, dass sie die Fans nicht enttäuschen, dass sie denen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können und dass sie sich darauf hoffentlich dann irgendwie freuen können, dass sie das schaffen. Ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, na klar, das sind dann teilweise jetzt auch die ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, sind natürlich so Marketing-Sachen, ne? Natürlich stellt sich dann der Director da nicht hin und sagt, ja, unser Spiel ist so mittelmäßig und ich bin da eigentlich gar nicht hinter und so. Ist natürlich, die bauschen das und hübschen das immer so ein bisschen auf. Aber wie gesagt, ich finde, man liest da so ein bisschen schon raus, dass der Mann Bock drauf hat, dass der Mann sich auskennt. Und die Sachen, die er so durch die Blume gesagt hat, fand ich, hören sich sehr, 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 sehr cool an. Ne? Einerseits dieses bisschen düstere Unterwelt-Ding, bin ich sowieso Fan. Und andererseits natürlich auch dieses mit dem eventuell erweiterten Kampfsystem mit noch mehr Möglichkeiten. Ich bin auf jeden Fall richtig hyped, ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.